Ja, nach diesen Vorbemerkungen wollen wir jetzt wirklich zur Diskretisierung kommen. Und wir nutzen das Modellproblem der Poisson-Gleichung, wie schon angekündigt, also minus y2' von t gleich f von t und y von a. Also auch da machen wir es noch uns einfacher. Wir gehen einfach nur auf das Intervall 0, 1, also y von 0 gleich 0 und y von 1 gleich 0. Und wir suchen natürlich eine Funktion y, die das erfüllt. Erstmal unsere Vorbemerkung sagt uns, dieses Problem ist tatsächlich lösbar. Das macht Sinn, sich das anzuschauen. Und wir wollen jetzt die diskreten Methoden, die wir bei den Anfangswertaufgaben kennengelernt haben, auf diese Aufgabe übertragen. Zunächst mal haben wir da angefangen, indem wir ein Gitter eingeführt haben. Also wir haben hier das Intervall von 0 bis 1. Und was haben wir getan? Wir haben einzelne Punkte in diesem Intervall markiert, an dem wir tatsächlich Näherungen ausrechnen wollen für unsere Lösung y. Okay, das heißt also, wir haben hier einzelne Punkte markiert und wir tun das in diesem Abschnitt alles immer äquidistant. Das heißt also, wir wählen uns ein n, setzen h, also ein n aus n, ja, vielleicht sollte ich das mal hinschreiben. Das sind die Anzahl der Intervalle, die wir hier auf der linken, in diesem Intervall von 0 bis 1 ausgezeichnet haben. Dann setzen wir h gleich 1 durch n. Wir setzen tk gleich k mal h. Und unser Gitter ih, so wie wir das in den beiden Anfangswertaufgaben immer definiert haben, wäre einfach nur die Menge aller tk. Okay, das heißt, an diesen Stellen tk wollen wir Näherungen ausrechnen für die Lösung y. Und ja, wir möchten natürlich wieder genau wie bei den Anfangswertaufgaben, ja, also es ist auch eine Möglichkeit, diese Anfangswertaufgaben hier nochmal wieder zu wiederholen. Yk soll eine Näherung sein für y von tk. Und ja, und ich setze diese Näherung immer direkt zusammen als einen Vektor yh. Und das sei der Vektor y0 bis yn. Und naja, wegen der Dirichlet-Randbedingung y von 0 gleich 0 und y von 1 gleich 0 ist natürlich dabei sowohl y0 und yn sind beide gleich 0. Ja, das habe ich direkt aus den Randbedingungen. Okay, angenommen, wir haben jetzt eine numerische Methode gefunden, die uns so ein yh bestimmt. Wie würden wir Konvergenz definieren? Na, wir würden sie sicherlich genauso definieren, wie wir es bei den Anfangswertaufgaben auch getan haben, nämlich der Unterschied zwischen der diskreten Näherung und der analytischen Näherung sollte gegen 0 gehen für n gegen unendlich oder für h gegen 0. Das heißt also, und natürlich nur da, wo wir tatsächlich diese Näherung gegeben haben. Das heißt also, was wir anschauen, ist ganz genauso wie bei den Anfangswertaufgaben. Wir schauen uns an, das yh minus y eingeschränkt auf das Gitter ih in irgendeiner Norm. Und das sollte gegen 0 gehen. Und ich lasse hier so ein bisschen offen, in welcher Norm das gegen 0 gehen sollte. Wir werden hier erwarten, die Unendlich-Norm, das haben wir bei den Anfangswertaufgaben genommen. Ich werde nachher zwischendurch mal einmal, um es ein bisschen einfacher zu machen, hier nur die 2-Norm benutzen. Aber ja, das, im Grunde nimmt man hier die Unendlich-Norm und die werden wir später dann auch tatsächlich ausschließlich nutzen. Okay, das heißt also, für h gegen 0 sollte der Unterschied zwischen der Gitterfunktion, yh und der Funktion y, der Lösung, eingeschränkt auf das Gitter gegen 0 gehen. Und genau das haben wir hier vorne stehen. Okay, gut. Da haben wir Konvergenz. Wie könnte man jetzt so eine Diskretisierung yh, wie könnte man die bestimmen? Erstmal zählen wir mal, wie viele Unbekannte wir eigentlich haben. Also wir haben y0 bis yn. y0 und yn sind
Entschuldigung, vorgegeben durch die Dirichlet Anfangswertaufgaben. Das heißt, y0 ist 0, yn ist 0. Das heißt, wir haben n-1 unbekannte y1 bis yn-1. Da liegt es nahe, die Differentialgleichung heranzuziehen zur Bestimmung dieser Werte y1 bis yn-1. Und dazu diskretisieren wir die Differentialgleichung an den Stellen y1 bis yn-1. Zunächst mal betrachten wir die Differentialgleichung nur an den Stellen, die wir oben ausgezeichnet haben. Also das heißt, wir verlangen jetzt nicht mehr minus y2' von t gleich f von t, sondern wir verlangen minus y2' von tk gleich f von tk und das natürlich für k gleich 1 bis n minus 1. Okay, wir möchten irgendwie kommen auf diskrete Werte. Das heißt, wir müssen auf diskrete Auswertungen. Das heißt, das y2' da vorne können wir nicht gebrauchen, aber wir haben bereits eine Approximationsformel kennengelernt für das y2' und die setzen wir jetzt hier einfach ein. Das y2' lässt sich schreiben als y von tk plus h minus 2 mal y von tk plus y von tk minus h geteilt durch h Quadrat plus ein Groß O von h Quadrat. Das haben wir mal bewiesen. Das ist unsere Approximationsformel für die Ableitung. Und das heißt, das setze ich jetzt hier vorne ein. Und das heißt, dass nur die linke Seite hier vorne, das minus y2' von t, ist gleich minus y von tk minus h plus 2 mal y von tk minus y von tk minus h geteilt durch, ups, ne? Okay, geteilt durch h Quadrat und dabei machen wir einen Fehler von Groß O von h Quadrat. Und tk minus h und hier von tk plus h. Dabei machen wir einen Fehler von Groß O von h Quadrat. Okay, jetzt haben wir aber nur noch da Auswertungen von y stehen, für die wir Approximationen haben. Und das heißt also, wir ersetzen das hier durch die Approximation von y von tk minus h. Das ist also yk minus 1 plus 2 mal yk minus yk plus 1 geteilt durch h Quadrat plus ein Groß O von h Quadrat. Okay, das heißt, wir bekommen ein großes Gleichungssystem, ein großes lineares Gleichungssystem in den Unbekannten, in den Variablen y1 bis yn-1 und dabei haben wir das y0 und yn hier schon direkt eingesetzt. Okay, ich glaube, wir haben uns dieses Gleichungssystem schon mal angeschaut, aber schauen wir uns mal an, wie das zum Beispiel aussieht für y gleich 1. Erstmal ist klar, allen Außen auf der linken Seite steht immer Außen 1 durch h Quadrat. Wenn wir k gleich 1 einsetzen, dann steht hier minus y0. y0 ist 0, können wir direkt einsetzen. Das heißt, jetzt steht 2 mal y1 minus y2 und das ist gleich f von t1. Okay, dann für y gleich 2 machen wir es mal, für k gleich 2 machen wir es mal einmal, da steht erstmal 1 durch h Quadrat. Dann haben wir ein minus y1 plus 2 mal y2 minus 1, minus y3 und das ist ein f von t2. Okay, und Sie sehen schon, was hier passiert, wenn ich als den Vektor f mal bezeichne, den Vektor f von t1 bis f von tn minus 1. Dann sehen wir, auf der linken Seite steht erstmal ein 1 durch h Quadrat. Dann steht da eine Matrix, die uns das Gleichungssystem beschreibt. Und die Koeffizienten kann ich jetzt hier aus meinem Beispiel einfach ablesen. Das ist hier 2 minus 1, minus 1, 2 minus 1 und so weiter. Das ist eine Matrix mit 2 auf der Hauptdiagonalen, minus 1 auf den beiden Nebendiagonalen. Ansonsten ist das überall 0.
Ja, das spare ich mir hier mal. Und das ist dargestellt in den Variablen y. Und das Gleichungssystem ist in den Variablen y1 bis yn minus 1. Und auf der rechten Seite haben wir diesen Vektor, den ich gerade schon hingeschrieben habe, nämlich f von t1 bis f von tn minus 1. Ja, und wenn ich das hier jetzt mal lh nenne, diese Matrix lh nenne, diesen Vektor hier yh nenne und diesen Vektor hier vorne f, na, vielleicht sollte ich ihn dann auch fh nennen, dann bekommen wir unsere Näherung als Lösung des Gleichungssystems lh mal yh gleich fh. Okay, das heißt also, was müssen wir tun, um für dieses Randwertproblem eine diskrete Näherung zu berechnen? Wir müssen zunächst mal die Matrix LH berechnen und dann müssen wir das Gleichungssystem lösen, LHYH gleich F. Okay, das scheint irgendwie zu funktionieren und wir wollen uns mal anschauen, wie es da mit der Konvergenz aussieht.